Das Schicksal der syrischen Flüchtlinge treibt die Welt um seit Jahren. Viele von ihnen sind in der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat heute wieder gedroht, die Türen zu öffnen und die Flüchtlinge nach Europa zu schicken, sollte er nicht mehr Unterstützung bekommen. Laut Erdogan betrifft es rund 3,6 Millionen Syrer in der Türkei. Er will, dass möglichst viele von ihnen zurückgehen, freiwillig, wie er sagt. Und so werden hunderte Flüchtlinge regelmäßig über die Grenze gebracht. Unter anderem nach Afrin, aber auch in die zum Teil zerstörte Stadt Aleppo oder ins umkämpfte Idlib. Anne Brühl berichtet. Es fließen Tränen an diesem Morgen in Esenyurt, dem größten Bezirk von Istanbul. Das Bürgermeisteramt hat Busse organisiert, die syrische Flüchtlinge zurück in die Heimat bringen sollen. Ich habe keine Angst, zurückzugehen. Warum sollte ich? Ich gehe freiwillig, weil das Geld hier nicht reicht und wegen der Lage hier. Und die ist gegenüber Flüchtlingen feindseliger geworden. Nationalismus, Wirtschaftskrise, viele Türken empfinden die Flüchtlinge im Land als Belastung. 190.000 von ihnen mussten Istanbul bereits verlassen, hat gerade der Innenminister erklärt. Niemand, der legal eingereist ist, haben wir des Landes verwiesen. Wir haben alle dorthin zurückgeschickt, wo sie registriert sind. Und genau das ist das Problem. Viele Flüchtlinge sind nicht in Istanbul registriert, entschließen sich deshalb zur Rückkehr nach Syrien. Auch in Regionen wie Idlib, in denen es immer wieder zu Kämpfen kommt, mit Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung. Menschenrechtsorganisationen warnen, nicht jeder gehe freiwillig. Leute sahen sich Zwang ausgesetzt, sogar Drohungen oder physischer Gewalt, damit sie die Papiere über ihre freiwillige Ausreise unterschreiben. Und sie wurden gewaltsam nach Syrien deportiert, einem der gefährlichsten Länder der Welt, in eine Konfliktzone. 150 Syrer machen sich in Esenyurt auf den Weg zurück. Es ist eine Reise in eine ungewisse Zukunft.